Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm, wie befürchtet. Ein Elterngespräch in der Schule. Die werden uns wohl kaum sagen, wie toll unsere Kinder sind. Wir sollten nicht zu negativ sein. Lass uns einfach positiv und mit guter Energie an die Sache rangehen, Britta. Vielleicht müssen Sie in eine Schule, die weit entfernt ist. Nein, das glaube ich nicht. In Bad Holzburg soll eine tolle Schule sein. Bad Holzburg? Das ist doch 400 Kilometer weit weg, Britta. Ich weiß. Ich bin mir sicher, es wird schon nicht so schlimm werden. Es ist leider wirklich sehr, sehr schlimm. Kommen wir doch erstmal zu den Leistungen Ihrer Kinder, ja? Bitte, erzählen Sie. Ja, Deutsch. Deutsch zum Beispiel. Deutsch ist ein bisschen schwierig. Siehst du, Norbert? Die können nicht mal richtig Deutsch sprechen. Britta, ich bin genau. Da habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt. Nein, Deutsch sprechen können beide natürlich sehr gut. Es geht eher um die Rechtschreibung. Die Rechtschreibung bereitet beiden wirklich noch große Probleme. Ich versuche, die Kinder so gut es geht zu unterstützen, aber auch ich bin dann irgendwann an meiner Grenze. Mein Mann hat nur einen Realschulabschluss und kommt dann schnell an seine Grenzen. Nein, Britta, die Kinder bringen mich an meine Grenzen. Sie streiten sich, schlagen sich und brüllen sich an. Was soll ich dann noch machen? Es gibt eine Möglichkeit, wie die Kinder tatsächlich auf sie hören würden. Sag ich doch, Norbert. Schlagen. Man kann zwischendurch auch gerne mal den Gürtel... Natürlich nicht, Frau Pfützenreiter. Das war ja auch nur ein Scherz. Sicher? Nein. Zunächst einmal, wenn es um die Hausaufgaben geht, trennen Sie bitte einfach die Kinder, ja? Ein Kind kommt zur Oma nach Berlin, das andere nach Dänemark. Sehr gut. Räumlich trennen, damit kein Konflikt entstehen kann. Räumlich trennen, sehr gut. Es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten, ein bisschen mehr Ruhe in Ihr Haus zu bekommen. Tabletten, sehr gut, schreib das auf. Um Gottes Willen, doch keine Tabletten. Vielleicht nur 2, 3 zum Frühstück, man muss ja nicht über... Ihre Kinder, Henning und Clarissa, sind jetzt beide alt genug... Um auszuziehen, sehe ich auch so. Britta! Ist doch so, Norbert. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben Henning ein Handy zum Geburtstag geschenkt. Kaum hat er es, lädt er sich komische Sachen runter. Irgendwas mit NordVP... NordVPN? Genau, das kann doch nicht angehen, dass... Wenn Henning sich das wirklich runtergeladen hat, kann man ihn nur beglückwünschen, denn dann hat er erfolgreich seine Daten auf dem Handy geschützt. Er will uns was verheimlichen, Norbert. Nein, NordVPN ist ein Programm, welches deine Daten im Internet schützt. Für sowas ist Henning leider zu blöd, das muss einen missverstehen. Nein, mit Hilfe der automatischen Verbindungsfunktion ist das nur ein Klick und fertig. Ich verstehe nicht, warum... Über 5400 Server sorgen dafür, dass du eine deutlich bessere Geschwindigkeit mit deinem Handy erzielst. Das hört sich nicht nach Henning an. Das ist viel zu intelligent. Henning zockt doch gerne. 24 Stunden am Tag. Am Wochenende können es auch mal 27 sein. Mit NordVPN kannst du dir Spiele runterladen, die in Deutschland noch gar nicht verfügbar sind. Auch Streamingdienste aus anderen Ländern kann man sich anschauen. Na, das wäre dann doch auch mal was für uns, nicht wahr, Britta? Kleiner Tipp. Mit dem Coupon FRESHTORGE bekommst du ein 2-Jahres-Paket 66% günstiger plus einen Monat gratis dazu. Oh, da ist... Jetzt werden Henning und Clarissa gleich dazukommen. Okay, gut. Mir wäre es äußerst wichtig, dass... Wir sie mal ordentlich fertig machen, bis sie heulen. Britta! Ist doch so, Norbert. Wir dürfen die Kinder nicht in Watte packen. Es ist wichtig, dass wir die Wahrheit ansprechen, aber behutsam mit der Situation umgehen, ja? Das sehe ich ganz genauso. Die Kinder sind sicherlich schon nervös und aufgeregt genug. Guten Morgen. So gut wird dein Morgen nicht, das kann ich dir schon mal sagen. Henning, schön, dass du da bist. Bitte setz dich. Weißt du zufällig, wo deine Schwester ist? Clarissa ist auf Toilette. Sie musste mal groß. Okay, gut. Ich würde sagen, wir starten trotzdem einfach schon mal. Deine Eltern sind ja heute hier, Henning, und wir möchten einfach mal mit dir über deine schulische Situation sprechen. Wie es so läuft. Läuft ganz gut. Heute Morgen habe ich in Kunst eine 3 wiederbekommen. Toll, Henning. Ganz klasse, mein Schatz. Eine 3 in Kunst. Ja, also Frau Pfützenreiter... Interessiert beim Bewerbungsgespräch keine Sau. Vielleicht will ich ja Künstler werden. Dauerpatient in der Psychiatrie, das wirst du werden. Britta! Ist doch so, Norbert. Also Frau Pfützenreiter, eine 3 in Kunst ist auch etwas Schönes und etwas, über das man sich freuen darf und vor allem eine schöne Gelegenheit, den Sohn positiv zu bestärken. Britta, nun sag doch mal was zu Henning. Toll gemacht, sowas könnte man ja mal sagen.
Das hast du gut gemacht, Henning. Danke, Mama. Aber das stimmt jetzt ja so nicht. Gut wäre ja 2. Es ist ja nur eine 3 geworden. Müssen wir auch ehrlich Frau Pfützenreiter, Sie... Und 3 ist ja auch fast 4, also... Es geht... Nein, also wir möchten, dass Henning eine positive Einstellung gegenüber der Schule bekommt. Das wird nichts. Also wird nichts. Schule kann auch Spaß machen, Henning. Ja, die Abschlussfeier, der Rest ist Hölle. Henning, Dinge, die du heute in der Schule lernst, werden dir dein Leben lang weiterhelfen und dich auf dein Leben vorbereiten. Okay, das stimmt nicht ganz. Nein, ich, jetzt bin ich raus. Wo waren wir? Entschuldigung für die Verspätung. Hallo, Clarissa. Das macht doch nichts. Komm rein, setz dich. Und? Alles cool? Ich geb dir gleich mal cool. Clarissa, wir wollen heute auch mal über deine schulischen Leistungen sprechen. Leistungen. Und ja, Clarissa, ich finde es toll, dass du versuchst, in den letzten Wochen dich doch mehr und mehr zu konzentrieren. Sie versucht, sich zu konzentrieren. Ja, tolle Wurst. Das klappt immer besser, aber du bist manchmal noch ein bisschen impulsiv. Impulsiv? Was heißt impulsiv? Du wirst schnell unhöflich. Halt's Maul, ich hab keine gefragt. Herr und Frau Pfützenreiter, haben Sie eine Idee, woher diese Impulsivität kommt bei Ihrer Tochter? Ich denke, dass... Reden wir doch nicht um den heißen Brei herum. Unsere Kinder sind hochgradig gestört, Norbert. Und wir alle wissen, dass nur eine Sache dort helfen wird. Medikamente. Frau Pfützen... Viele, viele Medikamente. Frau Pfützenreiter, Medikamente sollten, wenn überhaupt, wirklich das allerletzte Mittel sein. Lasst uns die Kinder doch zudröhnen. Sie können sich besser konzentrieren und wir müssen den ganzen Tag nicht das dumme Gelaber hören. Mama, du bist echt blöd. Wirklich mal. Kinder, ich will doch nur das Beste für euch. Genau, wir wollen doch wirklich nur, dass es euch gut geht und ihr euer Leben wieder ein bisschen mehr... genießen könnt. Und deswegen fahrt ihr morgen für 3 Jahre in ein Erziehungscamp nach Afrika. Was? 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 Man darf doch wohl noch mal laut denken. Britta, ich denke nicht, dass... Wenigstens mache ich mal Vorschläge, aber die werden ja immer wieder abgelehnt. Frau Pfützenreiter, ganz ehrlich, ich bin schockiert. Hört ihr, Kinder, euer Lehrer ist schockiert. Aber jetzt wird wirklich mal mehr gelernt, ja? Nein, schockiert über Sie. Ich glaube, er meint dich, Norbert. Nein, auf Sie, Frau Pfützenreiter. Ich? Ich glaube, in erster Linie müsste man mit Ihnen arbeiten und nicht mit den Kindern. Los, Norbert, nimm mich in Schutz. Naja, du bist manchmal schon etwas ruppig zu den Kindern. Halt's Maul, okay, alles klar. Das war nicht böse gemeint, Frau Pfützenreiter. Sie hätten mir auch ins Gesicht rotzen können, hätte den gleichen Effekt gehabt. Lassen Sie es uns gemeinsam anpacken. Ja. Wir schaffen das, Britta. Hm? Henning und Clarissa, haltet euch mal kurz die Ohren zu, ja? Also. Ich werde jetzt zum Schluss noch mal 2 gute Noten präsentieren, die die beiden geschrieben haben. Da wäre es super, vor allem bei Ihnen, Frau Pfützenreiter, wenn Sie ein bisschen positiv bestärken, okay? Bitte, ich versuche es. Ja, einmal die Ohren, genau. Also, wir haben ja letzte Woche unseren Religionstest geschrieben und ich bin mir sicher, da interessiert euch doch, welche Note ihr da bekommen habt, nicht wahr? Nee. Ihr habt beide nämlich eine 2 geschrieben. Frau Pfützenreiter, jetzt könnten Sie... Komm schon, Britta. Eine 2 ist gut. Aber Religion in der Schule, ganz ehrlich, ist so unnötig wie eine Distel auf dem Acker. Frau Pfützenreiter, Sie sind gestört. Alles klar, ich fahre allein nach Afrika.